Moin moin meine Freunde. Tja, nun, Deutschland hält den Atem an. Erst Würzburg, dann München und jetzt auch noch Ansbach. Und auch wenn man in München von keinem Terrorakt spricht, so ist die Nation dennoch verunsichert. Dementsprechend kursierten schon in kürzester Zeit, die diversesten Gerüchte. München war ein Terrorakt von ISIS und es wurde nur deswegen verschwiegen, um mehr Panik zu vermeiden. Außerdem waren es angeblich mehr als ein Täter, was auch wieder auf einen ES-Hintergrund bei dieser Tat hindeuten würde. Nun, Fakt ist, auch wenn man es nicht immer wahrhaben möchte, das Internet ist nun leider ein Ort voller Halbwahrheiten, das durch Angst, Populismus und auch durch Hörensagen häufig geprägt wird. Was könnte man jetzt aber eigentlich tun, um solchen Situationen wie in Würzburg, München, Ansbach zu begegnen? Nun zuallererst Ruhe bewahren, denn Panik hilft in solchen Situationen keinem, auch im Nachhinein nicht. Zweitens, und das halte ich für ziemlich wichtig, nicht jede Scheiße zu glauben, die andere Leute erzählen oder was im Internet steht, was ja teilweise ziemlich aufs Gleiche rauskommt, aber das dann nicht gleich für bare Münze zu halten und dann anderen Leuten weiter zu erzählen, so stille Post und der eine sagt dies und dann das und dann geht das immer so weiter und auf einmal war es nicht mehr ein Attentäter, sondern die hatten eine ganze Panzerstaffel und Flugzeuge und ihr wisst, was ich meine, ne? Drittens, nicht alles und jeden verdächtigen, schon gar nicht wegen Hautfarbe oder Herkunft, wie es jetzt vielleicht häufig passieren wird. Denn ganz ehrlich, wegen solchen bekloppten Extremisten jetzt gleich alle Flüchtlinge als Terroristen abzustempeln, halte ich genau für diese Hetze, auf die AfD und Konsorten warten, nur um ihre eigenen verqueren Ziele zu unterstützen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn solche Terroristen ins Land kommen wollen, liegt's denn oder kann's denn dann wirklich an den Flüchtlingen gelegen haben? Meiner Meinung nach wären die, wenn sie ins Land kommen wollen, wären sie auch ohne diese Flüchtlinge ins Land gekommen und hätten eben hier ihre Anschläge verübt, so wie sie es geplant haben. Das da eben zufällig, oder vielleicht haben sie es auch ausgenutzt, mag ja sein. Aber deswegen haben die Flüchtlinge, die tatsächlich vor Krieg und Leid und keine Ahnung was geflohen sind, keine Schuld daran. Aber mal zu den Präventivmaßnahmen, was haltet ihr davon? Glaubt ihr, das lässt sich prinzipiell vermeiden und wenn, durch was? Durch mehr Polizeistreifen? Durch allgemein höhere Überwachung? Was weiß ich, Mitlesen von E-Mails, SMS, was auch immer. Ich meine, es hat alles wieder seine Vor- und Nachteile. Wenn's gut läuft im Land, dann schreien sie mal, oh mein Gott, meine Privatsphäre ist mir heilig und keine Ahnung was. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt halt viele, die das damals gesagt haben, jetzt halt sagen, oh ja, und es muss alles viel mehr überwacht werden und ihr wisst, was ich meine. Also, was haltet ihr davon oder was würdet ihr sagen, könnte helfen? Eure Meinung dazu in die Kommentare bitte, würde mich wahnsinnig interessieren. Denn wenn wir jetzt nochmal ganz ehrlich sind, Deutschland hat eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit in so einer Art imaginären Blase gelebt, die größtenteils, sage ich jetzt mal, verschont wurde von dem ganzen Terror, der auf der Welt und in letzter Zeit auch in Nachbarländern, Frankreich zum Beispiel, geherrscht hat. Und jetzt eben hat es uns halt auch mal erwischt. Beziehungsweise es gab schon vorher Terrorfälle, da hat es uns aber nicht so schlimm erwischt und naja. Aber die Blase ist anscheinend jetzt dann doch mal geplatzt. Worum geht's mir jetzt hier eigentlich in dem Video? Naja, ich hatte einfach ein ziemliches Mitteilungsbedürfnis, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt schon wieder sehe, wie hier Hetze gemacht wird gegen Ausländer und keine Ahnung was. Es wird danach höheren Sicherheitskontrollen und bla 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 geschrien wird, wo vorher noch gesagt wurde, ja, Privatsphäre ist uns heilig und bla bla bla. Dieser ganze Bullshit, einmal so, wie die scheiß Fähnchen im Winter, ne? Und Terroristen geht es darum, uns Angst zu machen und nicht mehr sicher zu fühlen, eben sich ständig Sorgen zu machen, kann ich da hingehen, ist es da sicher, etc. pp. Es sind einfach feige Schweine, anders kann ich es nicht sagen. Sie schlagen immer dazu, wo sie keine große Gegenwehr zu erwarten haben, sogenannte weiche Ziele, und würden eigentlich niemals da angreifen, wo wirklich Gegenwehr zu erwarten ist, das ist ganz klar. Also, es sind feige Schweine, halten wir das mal so fest, kann ich nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz, seid einfach vorsichtig, aber lasst euch nicht den Spaß am Leben nehmen. Genau darauf ziehen diese scheiß Terroristen, diese degenerierten Bastarde, zielen das darauf ab, dass man sich nirgendwo mehr sicher fühlt. Das ist deren ihr Ziel. Weil, was erreichen sie denn schon groß? Politisch? Gar nichts. So wirtschaftlich? Null. Gar nichts. Das Einzige, was sie machen, ist Angst verbreiten. Und so wird es auch immer bleiben. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wenn jemand was dran drehen kann, dann eigentlich wir. Meine Polizei und so weiter, die können uns natürlich schützen, aber was hier oben passiert, das liegt immer noch an euch, an uns. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den ganzen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, Support kostet nichts. Daumen nach oben freut mich immer und ein Abo natürlich auch.
Wenn ihr irgendwas zu melden habt, nicht zu melden, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, was Positives, Negatives, was auch immer, haut es in die Kommentare rein. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, da was zu lesen. Und ja, ich sage danke, habt noch einen schönen Tag. Ciao, tschüss, euer Scopi, servus.